Alkoholfreie Weine und Sekte sind in Österreich immer gefragter. Man kann sie direkt bei Vinumis und im Fachhandel bestellen, aber auch in die Gastronomie haben Vinumis alkoholfreie Produkte bereits Einzug gehalten. Im Sommer war bei Festen und Clubbings, besonders bei der Jugend, der alkoholfreie Hugo ein Hit. Also geschmacklich erkenne ich keinen Unterschied zum Original mit Alkohol und ja, würde mal öfters bestellen. Ist das eine Alternative? Also als Autofahrer mal sicher, am lauen Sommerabend oder so, wenn die anderen trinken wollen. Und ich selber bin nur in der Probezeit, muss nur 0 haben. Da ist alkoholfrei eigentlich schon eine gute Alternative. Der Schlosswirt von Weidhofen an der Ips, Andreas Plappert, ist Vinumis-Kunde. Ja, seit Anfang Mai, Mitte Mai, gibt es bei uns, wie gesagt, die alkoholfreie Alternative zum klassischen Wein. Und haben sehr spannende Erfahrungen damit gemacht, speziell mit dem Sekt. Also interessante Alternative zum alkoholischen Getränk. Wir mixen in das Hugo mit ein bisschen Minze drinnen, mit ein bisschen Limetten drinnen. Ist eine wunderbare Alternative, extrem erfrischend. Alexander zeigt uns nun, wie er den alkoholfreien Hugo zusammenstellt. Also ich fange an, wir haben ein paar Eiswürfel. Dann gebe ich hinein ein paar Limetten, Eckerl. Dann kommt der Holundersirup. Als nächstes gebe ich die Minzeblätter hinein. Dann als nächstes kommt der alkoholfreie Sekt. Das ist ja bei euch eine Besonderheit, ne? Jawohl, den gibt es nicht überall. Und zum Schluss noch etwas Soda. Noch etwas zum Verschönern, Minzeblättchen. Und fertig ist der Hugo. Der alkoholfreie Sekt scheint sich zu etablieren. Aber wie sieht es mit den Weinen aus? Beim Wein werden wir ein bisschen Zeit brauchen, sage ich jetzt einmal, bis dass sie das durchgesetzt hat. Da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen, von sehr, sehr gut bis ja, leider nicht. Ich sehe das ähnlich wie beim Bier. Beim alkoholfreien Bier war das sehr ähnlich. Ja, glaub ich, wieder was im Weg machen.